Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der FDP-Gesetzentwurf ist unseres Erachtens im Grundsatz zu befürworten. Denn dieser wertet die öffentlichen Bibliotheken als Kultur- und Bildungszentren, insbesondere auch in den ländlichen Räumen, auf. Sie sind zudem unverzichtbarer Bestandteil allgemeiner Bildung, da diese Sprach-, Lese- und Medienkompetenz vermitteln. Und das für alle Gesellschaftsschichten jedweder kulturellen Herkunft und jedweden Alters. Darüber hinaus halten wir es für sinnvoll, dass öffentliche Bibliotheken auch an Samstagen und Sonntagen öffnen, zumal dies auch Wissenschaftlern und Studenten bei ihrer Forschungsarbeit hilft. Denn die aktuellen Öffnungszeiten widersprechen der Chancengerechtigkeit. Oder können Sie uns erklären, warum beispielsweise die Universitätsbibliotheken in Frankfurt, Gießen, Kassel und Marburg an Wochenenden geöffnet haben, aber die Universitäts- und Landesbibliothek der TU Darmstadt, der Hochschul- und Landesbibliotheken in Fulda, Geisenheim oder Wiesbaden zeitgleich geschlossen sind? Damit haben Studenten aus letztgenannten Hochschulen einen Standortnachteil. Darüber hinaus wäre es förderlich, wenn Bürger das umfangreiche Publikationsangebot der Bibliothek der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung wenigstens am Samstag nutzen und Bücher, Filme und Hörbücher ausleihen könnten. Wenn dann noch die rund 430 hessischen Bibliotheken, die sich in der Trägerschaft der Städte, Kreise und Gemeinden befinden, indirekt über den kommunalen Finanzausgleich mehr Mittel erhalten würden, dann hätten wir einen großen Schritt zur Einheitlichkeit getan. Eine Einschränkung sollten wir aber bei den Wochenendöffnungszeiten machen, und zwar gilt das für Feiertage. Hier sollten Bibliotheken geschlossen bleiben. Denn Öffnungen an Feiertagen wie am Ostersonntag oder zu Weihnachten würden ihrer Bedeutung schweren Schaden zufügen. Beim Thema Gebühren vertreten wir dagegen eine konträre Auffassung zur FDP und können einer kostenfreien Nutzung und Ausleihe der Bibliotheksbestände nicht zustimmen. Die Forderung der FDP hat uns zudem überrascht, denn diese passt eigentlich gar nicht zu einer angeblich wirtschaftsliberalen Fraktion, sondern eher zum Klamauk sozialistischer Parteien. Dabei kennen Sie doch alle das alte Sprichwort, was nichts kostet, ist nichts wert. Von dieser Volksweisheit sollten wir uns alle leiten lassen. Denn ein kostenfrei zur Verfügung gestellter Gegenstand oder eine Dienstleistung erfährt in der Regel weniger Wertschätzung als Gegenstände oder Dienstleistungen, die einen Preis haben. Es ist nämlich davon auszugehen, dass sich in öffentlichen Bibliotheken die Bücher durch häufigen und unsachgemäßen Gebrauch schneller abnutzen werden und somit Folgekosten generieren. Und wer kommt dann für den Schaden auf? Die Allgemeinheit und somit der hessische Steuerzahler. Das ist keinem zu vermitteln. Die geringen Gebühren haben vielmehr einen erzieherischen Charakter, denn der Bibliotheksnutzer bringt durch die von ihm entrichteten Gebühren auch seine Wertschätzung gegenüber den Büchern zum Ausdruck. Letztlich kann auf diese Weise dem allseits beobachteten Werteverfall entgegengesteuert werden. Denken Sie nur an das Einwegpfand. Dort haben lächerliche 25 Cent dazu beigetragen, die Umweltverschmutzung deutlich zu verringern. Sehr geehrte Damen und Herren, wir von der Alternative für Deutschland empfehlen, dass man die bisherigen Bibliotheksöffnungszeiten an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen sollte. Das schließt mit Ausnahme von Feiertagen die Nutzungszeiträume am Wochenende sowie spätabendliche, insbesondere für Großstädte, ein. Darüber hinaus sollte zur Verbesserung der Nutzung von Bibliotheken ein einheitlicher Bibliotheksausweis ausgegeben werden. Mit diesem sollte ein digitaler Zugriff auf die Bestände möglichst aller Landesbibliotheken ermöglicht werden. Nein, es ist nicht. Zur Vereinfachung sollten alle Produkte der Landesbibliotheken über eine Internetseite, mit einer selbsterklärenden Menüführung abgerufen werden können. Dies würde die Teilhabe an Bibliotheken auch für fernstehende Gruppen erleichtern. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, eine einheitliche und transparente Tarifstruktur für die Inanspruchnahme der Bibliotheksdienstleistungen zu installieren. Der sozioökonomische Status des Nutzers könnte hier angemessen berücksichtigt werden. Um die Bibliotheken attraktiver auch für bildungsferne Schichten zu machen, könnten, wie es dies im Einzelfall auch schon gibt, Cafeterien integriert werden.
Zur Förderung der Lesekultur in allen Altersstufen und sozialen Schichten sollte man zudem eine stärkere formale und inhaltliche Vernetzung von Angeboten der Schulen, Behörden, Theater, Museen und Altersheimen mit solchen der Bibliotheken anstreben. Wie Sie sehen, haben wir von der AfD unsere Hausaufgaben wieder gemacht und Alternativen aufgezeigt, die für alle einen Nutzen bieten und umgesetzt werden sollten. Vielen Dank.